Moin Leute, herzlich willkommen hier bei Crafter Momo. Heute zeige ich euch einmal, wie man ein Fenster ausbaut und wieder einbaut. Ist eigentlich keine schwierige Sache und ja, weil viele wissen auch einfach nicht, fangen an, so ein Fenster oder so einen Rahmen auszubauen bzw. den irgendwie rauszureißen, ohne zu wissen, dass dann wahrscheinlich Fensterhaken verbaut worden sind oder die Fenster halt verschraubt sind, ne? In dem Mauerwerk. Und ja, bei mir ist natürlich wieder für die Ewigkeit gebaut alles. Ich zeig's euch einmal. Und zwar hier habe ich nämlich diese Fensterhaken. 1, 2, 3. Ja, und wie man hier auch unschwer erkennen kann, habe ich hier 3,5 cm Putz. Ich wollte die Dinger eigentlich gar nicht freilegen. Normalerweise mache ich mir hier dann immer so einen Schlitz und ziehe dann einmal mit einem Dingens durch, mit einem Fuchsschwanz. Nur hier habe ich auch gesehen, dass sie einen kompletten Putz auch hinter den Rahmen hier gelegt haben. Das heißt, da wäre ich mit dem Fuchsschwanz gar nicht dran gekommen. Ja, jetzt werde ich das gleich einmal so hier losnehmen, also mit dem Brecheisen einmal rausschmeißen. Ich werde euch auch noch zeigen, was man alles für einen Fenstertausch braucht. Sind ein paar Sachen, ist auf jeden Fall interessant. Vor allem ist es auch interessant zu wissen, wie man die Dinger später wieder einbaut. Beim Altbau ist das alles noch ein bisschen einfacher wie beim Neubau, wenn ihr neu baut und sowas. Würde ich eh dazu raten, dass ihr das von der Fachfirma machen lasst. Und wie gesagt, habt ihr Altbau, ist das alles überhaupt kein Thema. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wie man es hier richtig wieder fertig macht. Und wie gesagt, meine Fenster hier sind Baujahr 80. Die sind jetzt über 40 Jahre alt. Die haben die besten Zeiten hinter sich und jetzt kommen hier neue Fenster rein. Und ja, was ist das Problem, was ich jetzt noch habe? Ich habe mein Fenster leider einen Zentimeter größer gemessen wie das alte. Kotzt ein bisschen an, deswegen muss ich hier den Rahmen noch ein bisschen größer machen. Also nicht den Rahmen größer machen, aber ich muss das alles vernünftig aufstellen, dass ich mit meinem Rahmen vernünftig da reinkomme. Und der ist ein Zentimeter dicker vom Rahmen her. Also was meine ich mit dicker? Und zwar das Ganze hier, beziehungsweise da ich Rollo-Führungsschienen habe, ist das komplette Teil hier breiter um einen ganzen Zentimeter. Ja, ansonsten habe ich hier auch noch so eine tolle Rollo-Führungsleiste oder so. Ich weiß nicht, das kann man schlecht erkennen. Das ist hier eine abgerundete Kante. Ansonsten Zweifachverglasung. Hier kann man sehen mit einer warmen Kante, sprich mit einem dunklen SZR, was besser für die Isolierung ist von dem Fenster. Was ich euch noch raten kann, ist, in einem Altbau würde ich jetzt nicht unbedingt die Fenster in Dreifachverglasung nehmen, da ich der Meinung bin, ich meine, das müsst ihr alle selber wissen, aber ich bin der Meinung, eine Dreifachverglasung im Vergleich zu einer Zweifachverglasung, da sind die Werte so minimal, dass sich das fast gar nicht lohnt. Vor allem, wenn ihr eure Fenster mega dicht habt und ihr habt wirklich einen Altbau und ihr baut euch da Dreifachverglasung ein und ihr macht das mega dicht und eure Wärmedämmung von den Wänden schlechter als die von dem Fenster, dann kann ich euch nur sagen, werdet ihr in der Fensterleibung irgendwann Schimmel haben. Das liegt halt an dem Fenster, weil das einfach zu dicht ist, das Fenster ist zu isoliert im Vergleich zu dem anderen. Deswegen tendiere ich beim Altbau immer zu einer Zweifachverglasung anstatt einer Dreifachverglasung. Und wie gesagt, die Werte sind so minimal. Ja, auf jeden Fall werde ich das Fenster da jetzt erstmal rausholen. Ich habe euch jetzt erstmal gezeigt, dass es da Fensterhaken gibt, was mir gerade noch einfällt. Es gibt ja nicht nur Fensterhaken, manchmal sind die auch einfach im Mauerwerk verschraubt. Ja, ansonsten ja, sind da halt dann maximal 3 Schrauben drin, die könnt ihr einfach rausnehmen, beziehungsweise sind das einfach Schlagdübel, könnt ihr trotzdem dann so rausholen. Bei den Dingern ist es jetzt ein bisschen komplizierter und dreckiger, weil diese Unterputzhaken, eine Katastrophe, ich hasse die Dinger wie die Pest. Und natürlich, wenn ihr Fenster rausreißt, jetzt nicht so wie ich, holt den Flügel raus, weil das mache ich auch noch. Nur ich muss ein bisschen absehen, ob ich es heute zeitlich auch schaffe, weil es bringt mir jetzt nichts, den Flügel rauszureißen und der Rahmen ist noch drin und dann habe ich hier oben kein Fenster drin.
ist auch scheiße. Deswegen habe ich den Flügel erst noch drinnen gelassen. Aber wenn ihr soweit seid, weil wirklich euch vorgenommen habt, yo, ich reiß die Fenster heute raus und baue neue ein, erst den Flügel rausreißen, dann den Rahmen rausreißen und dann alles sauber machen und dann könnt ihr anfangen, den neuen Rahmen einzubauen. Genauso, wenn ihr das Fenster einbaut, erst den Flügel einmal ausbauen, den Rahmen rein ausrichten, festschrauben, festschäumen und dann ganz zum Schluss den Flügel wieder einhängen. Und das am besten auch zu zweit. Ich muss mal sehen, ob ich das alleine hinkriege oder ob ich gerade einen Nachbarn frage, der mir dabei helfen kann. Ja, das dazu. Achso, falls ihr dann auch Fensterbänke habt, so wie hier, so wie bei mir hier jetzt, da. Und ihr habt eine Fensterbänke, das zeige ich euch gleich auch nochmal, gucken, ob ich das da habe. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn diese beiden Fensterbänke aneinander liegen, dann habt ihr quasi wieder eine Kältebrücke, ne? Das heißt, die äußere Fensterbank liegt an der inneren Fensterbank an. Gerade im Winter leitet die äußere Fensterbank die Kälte nach innen weiter. Da wiederum würde ich dann euch vorschlagen, einmal eine Diamantscheibe nehmen, eine Flex und einmal diese Verbindung trennen und einmal ausschäumen mit PU-Schaum oder sowas, dass da keine Kältebrücke mehr entstehen kann. Ne? Ist wie gesagt auch wieder eine Kälteleitung und zieht Kälte wieder rein. Ist natürlich nicht so schön. Gerade wenn man hier alles gedämmt hat, alles neu gemacht hat, da will man es warm haben. Und Fensterbank ist wieder kalt, da kommt voll die Kälte durch. Ne? Das ist scheiße. Ja, ansonsten das dazu. Ich werde jetzt da ein bisschen weiter rumreißen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, Leute, es ist nicht mal alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Ich habe den Rahmen jetzt raus. Ja, da ist der Rahmen raus. Ja, Problem, der Rahmen ist jetzt 2 cm zu groß und diese Öffnung, das passt alles. Also ich habe wirklich hier und nach dahin genug Luft, nur ich komme einfach nicht in den oberen Teil bzw. nicht an meinem Putz vorbei. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, weil jetzt muss ich leider Gottes eine Seite den Putz komplett abschlagen. Und ich weiß auch nicht warum, wieso, weshalb. Da war so dermaßen auch zwischen Mauerwerk und Rahmen einfach mal so dick der Putz drin. Und ja, meine Fensterleibung, die hat auch einfach mal 3,5 cm Putz auf beiden Seiten. Das habe ich so eigentlich noch nie irgendwo in einem Altbau gesehen. Klar, Fensterbauer haben sowas bestimmt schon mal öfters gesehen, aber die Fenster, die ich bisher getauscht habe, nee, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist schon echt brutal. Ja, jetzt muss ich das erstmal wegstemmen und ja, und dann kann ich mich gleich auch von, wenn ich das habe, den Rahmen dann, den ich drin habe, kann ich dann auch von oben anfangen und mich nach unten arbeiten. Ich zeige es. Und zwar geht es einmal oben um den Rollokasten, das gute Stück hier, weil, wo ist mein Finger? Da. Da oben passt alles. Boah, ich habe einen Schluck auf, Entschuldigung. Und da ist der ganze Rahmen los. Das heißt, ich muss den ganzen Rahmen wieder fixieren und dann muss ich das Rollo ausrichten. Muss ich auch erst den Rahmen da reinbringen und richtig fixieren und ausschäumen und alles. Und ja, das dauert mich heute den ganzen Tag. Ich wollte eigentlich an einem Tag 2 Rahmen schaffen, also sprich 2 Fenster. Das kann ich jetzt allerdings voll vergessen. So viel dazu. Fensterbau, sowas ist eigentlich einfach. Es ist auch einfach. Nur die Arbeit dahinter, die ist echt viel. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Ja. Ich werde es jetzt auf jeden Fall machen. Ich muss es machen. Ich muss den Putzer abschlagen und dann ja, kann ich den Rahmen reinsetzen. Und weil ich noch Rollo-Führungsschienen habe, sprich muss ich mit dem Rahmen später so nach oben weg und den reinschieben. Weil normalerweise stelle ich den Rahmen dann immer unten drauf und dann sitze ich schon meistens vor dem äußeren Mauerwerk, sprich vor dem Klinker und kann das dann alles ja, ausrichten und festschrauben und dann später ausschäumen. Nur hier habe ich das volle Programm. Ich weiß nicht, es ist zwar mein Zuhause, aber ich habe hier wirklich das volle Programm. Und das nervt ein bisschen. Ich wollte eigentlich zack, zack, zack durch. Ich wollte eigentlich innerhalb von einem Monat fertig sein. Jetzt sind es schon 2,5.
Aber man will es ja auch ordentlich haben, ne? Ja, gut, Leute. Das erstmal dazu. Ja, ich mache das jetzt erstmal fertig. Baller jetzt Musik rein, dass ich auch wieder gutere Laune, ne? Bessere Laune kriege. Und ja, dann schauen wir mal weiter, wie es hier dann so vorangeht. Ich halte euch hiermit auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, ganz kurze Sache nochmal zu dem Fenster. Das ist jetzt erstmal drinnen. Ich wollte euch noch zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht, da wir ja auch vorgebohrte Löcher für den Rahmen hatten. Bin schon ein bisschen weiter. Ja, ich zeige es euch einfach mal zu der Befestigung nochmal. Ich hatte hier 1, 2, 3 Schrauben für den Rahmen. Der ist 1,45 Meter oder so. Keine Ahnung, weiß jetzt aus dem Stegreif nicht mehr. Auf jeden Fall. Dahinter hatte ich mein Mauerwerk vom Kalksandstein. Da konnte ich dann einfach, mega geil, habe ich hier die Schrauben. So, da konnte ich dann ganz einfach mit diesen Schrauben hier, das sind ja Fensterbauschrauben, konnte ich dann in das Mauerwerk einfach reinschrauben. Das hält bombenfest. Ich habe mit 6 vorgebohrt und das hier, meine ich, sind 6,5er oder 7,5er Schrauben. Mein Problem war nur, ich habe, weil ich das ganze Prozedere schon kenne, habe ich natürlich im Kalksandstein schon ein bisschen das Loch größer gemacht. Da wiederum hatte ich dann das Problem, diese Schraube ging dann einfach zu einfach rein. Sprich, das Gewinde schneidet sich schön in den Stein rein und dann ist Feierabend, dann ist fest, ne? Nur ich hatte wieder das Problem, da müsst ihr dann auch wirklich aufpassen, wenn ihr dann Kalksandstein habt, dass ihr da das Loch nicht zu groß macht. Weil sonst habt ihr keinen Halt in eurem Fensterrahmen. Und das Ganze, noch einmal, das Ganze sieht dann jetzt auch so aus. Zack, ich musste oben den Rollokasten noch erstmal wieder richtig fixieren, der war komplett los. Und ich musste, voll ärgerlich, hier 3,5 cm Putz wegschlagen. Ich habe mir hier jetzt eine Latte vorgeschraubt und hier mit Rotband wieder angeputzt. Das wird alles noch ordentlich gemacht und natürlich abkleben den Rahmen, weil sonst habt ihr den ganzen Rahmen versaut und das ist echt scheiße. Und was ich hierzu noch sagen muss, ich habe Rotband so noch nie verarbeitet, vor allem nicht so dick. Vor allem war das Zeug auch mega flüssig. Ich habe einen halben Eimer Wasser genommen und dann war der brechend voll, bis ich das Zeug drin hatte und es war immer noch zu flüssig. Deswegen ist mir das hier oben auch alles schön weggelaufen, das kann ich alles noch mal nachschleifen. Ist voll ärgerlich, aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und aus Fehlern lernt man, ne? Hier dasselbe Spiel, da alles weggebrochen, das muss ich auch noch mal alles anschleifen. Und dann gehe ich da wahrscheinlich auch direkt mit meinem Finisher-Spachtel rüber. Ja, ansonsten das Fenster, mega geil. Ich habe natürlich mit Rollo-Führungsschienen genommen. Mein Rollo läuft auch perfekt da drinnen. Und ja, ich musste den Putzer halt wegschlagen, weil ich einfach vergessen habe, beim Fenstermessen Luft abzuziehen. Weil sonst hätte ich das einfach zwischen die Leibung gesetzt und wäre alles gut gewesen. Hätte vielleicht noch die Rollo-Führungsschienen ein bisschen umbauen müssen. Das wäre aber jetzt kein großer Akt gewesen. Da war das einfach schlimmer. Ja, falls ihr Fragen dazu habt, in Sachen Fenstern einbauen oder beziehungsweise Fenstereinbau im Altbau, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da auf jeden Fall eine Lösung und weil ich finde für alles und jeden eine Lösung.